Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ich bin's, euer Max Deus. Und wir machen momentan eine etwas längere Bausession. Ich weiß nicht, ob wir nur in dieser Aufnahmesession jetzt hauptsächlich bauen werden oder die nächste Aufnahmesession auch noch. Aber ich bin momentan voll im Modus. Ich habe voll Bock, das Ding da fertig zu haben, beziehungsweise den Turm, den wir da vorne geplant haben. Und bin auch richtig neugierig, wie das dann am Ende sein wird. Und wir werden auch definitiv noch die komplette Insel hier bebauen. Ich habe da was richtig Krankes vor. Wer in den letzten Folgen aufgepasst hat, weiß, worum es geht. Aber irgendwie muss ich auch sagen, jetzt gerade hoffe ich schon ein bisschen, dass die Ureinwohner auch mal wieder vorbeikommen. So, weil wir oben schon im Gebäude die ersten Knochensammelstationen haben, sagen wir mal so. Und fertig. Ein bisschen Knochen sammeln können. Aber wir fangen jetzt mal mit den drei Bäumen hier an. Den, den und den. New Bam. Der ist aber schnell umgekippt. Schnappen wir hier noch ein paar Stöcker. Und den hier. Hier ist noch einer. Und ab zum Floß. Vor allem, wir sind ja auch schon bald mit da oben fertig. So die, ich sag jetzt mal, die bisher oberste Etage. Soll ja auch die vorletzte sein. Sobald wir. Komm, ich will schon da ran. Den Stöcker. Frage, die ich mir stelle, ist jetzt wegen dem da. In dem Baumstumpf da, den dicken. Wenn wir hier das Großbauprojekt machen, mit dem riesen Fundament. Entschuldigung, musste gerade aufstoßen. Wie wir das mit dem dann machen. Weil der wird schon ein bisschen im Weg stehen. Wo wir können da bestimmt, oder warte.
Charakter. Ändern wir den mit. Wo war ein freies Bauen? Können wir den damit irgendwie entfernen? Schade. Wo ist mein Wagen? Wo ist mein Wagen? Wo ist mein Wagen? Habe ich den jetzt geschrottet oder wie? Pinke Flagge ist weg. Ich habe meinen Wagen geschrottet. Ah, Scheiße. Baumstammschlitten. Muss ich den nochmal neu bauen? Fuck. Das ist eine tolle Bescherung, die ich mir selber da eingebrockt habe. Das war jetzt richtig dumm von mir, dass ich den jetzt gut gemacht habe. Einen Stock brauchen wir noch dafür. Und wir nehmen den da. Das ist schon groß. Und dann müssen wir eben auch noch was essen gehen. Der ist wieder pink, das ist gut. Aber das war echt dämlich. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Also, ich war ja mit dem Dings ganz schön weit weg eigentlich von dem. Und trotzdem habe ich es geschafft, den zu schrotten. Ich war mit dem. Mit dem hier richtig weit weg. Trotzdem habe ich den geschrottet. Hasenkäfig. Oh, so ein Hasenkäfig wäre eigentlich auch nützlich. Oh, Essen ist fertig. Das war aber trotzdem so richtig dumm. Dass der jetzt weg war. So ein kleiner Fehler. Ich war doch nicht einmal in der Nähe von dem Teil, oder doch? Egal. Wird uns nicht noch einmal passieren, auf jeden Fall. Aua. Wie weit ist der denn geflogen?
Egal, ich will. Wo ist denn der andere Baumstamm? Hier war doch noch einer. Da. Jetzt brauche ich noch Stöcker. Und den hier. Wir haben ja richtig viel Zeit deswegen verloren. Hey, Sonne geht schon unter. Glaube, vor Einbruch der Nacht schaffen wir es nicht mehr, den wieder voll zu kriegen. Aber wir können es trotzdem mal versuchen. So, dann schnappen wir uns die drei Bäume da hinten. Die drei großen da. Okay. Interessant. Und hier ist der letzte große. Komm schon. Was ist mit dir? Wird schon langsam knapp von der Zeit her. Ist sofort schon richtig dunkel. Ein kleiner Ruckler war da. Ist noch einer? Welche waren doch noch mehr? Hier ist noch einer. Der ist voll. So, keine Ausdauer mehr. Und trinken heißt das, wir trinken eben einen Schluck, dann kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr Ausdauer. Hier ist sonst gar keiner mehr. Und einen Stock will ich mir noch schnappen. Schnell. Da werden wir damit wohl noch überleben können. Das überleben wir noch.
Und dann heißt es für uns jetzt wieder zurück auf die Insel. Hätten wir jetzt nicht Zeit verloren wegen meinen Karren, dann hätten wir das Boot wieder mal voll gehabt. Boah, ich habe mich wieder erschrocken wegen denen. Wo sind sie? Wo sind sie denn? Keine Ahnung, wo die gerade sind. Aber erst, was wir gleich machen, ist uns direkt schlafen legen, damit wir wieder ein paar Bäume haben, die nachwachsen. Oh, wir haben keine Schildkrötenpanzer gesammelt, fällt mir gerade auf. Ah, hätten wir machen können. Aber egal, dann ist es halt so. Dann ist es dieses Mal halt so. Schnell hoch. Nervt das manchmal, dass der manchmal einfach nicht angezeigt werden will. So. Den können wir eben alles draufladen. Und ab ins Bettchen. Ja, und guten Morgen, Welt und alle, die sie bevölkern. So, eben ganz schnell was zu essen machen. Der sah sehr, sehr grün aus. Ich hoffe, der war jetzt nicht vergammelt. Das wäre jetzt sonst richtig mies. So. Okay. Er hat nicht gejammert, dass das Essen schlecht war. Dann ist es gut. Er reagiert manchmal gar nicht. Dann machen wir voll. So. Na, Stöcker muss ich auch noch mitnehmen.
Aber ich verspreche euch eins, den Turm da hinten, den da, den werden wir in dieser oder in der nächsten Aufnahmesession definitiv noch weitermachen. Also, ich habe voll Bock, den da fertig zu haben, aber bevor ich den da überhaupt anfange zu bauen, will ich es hier fertig haben. Aber ich glaube, ich werde dieses Mal ein paar längere Aufnahmesessions machen, weil ich voll im Modus bin, voll Bock habe, das fertig zu haben. Voll Bock habe, dass das da gebaut wird, auszuprobieren. Weil wir haben einen komplett neuen Bauplan bekommen. Und also der innere Monk bei mir, der sagt, ich muss das machen. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, weiß ich nicht. Wenn ja, ich würde mich freuen. Wenn nein, hast ihr trotzdem gemacht. Aber es sieht aber auch, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen komisch aus. Aber ich verspreche uns eins, bevor ich hier die Türme und das Hauptgebäude hier weitermache, werde ich den da machen. So, der ist auch fertig. So. Warum juckt meine Nase heute so? Während der kompletten Aufnahmesession. Meine ganze Nase ist am Jucken. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Woran das liegt. Aber ist schon ein bisschen belastend. So, der hier ist auch voll. Stöcker vergessen. So, letzte 10. Boah, die Sorge, die ich habe wegen den Stöckern, ist, was, wenn die nicht so schnell nachwachsen wie bei den Bäumen? Also wenn ich irgendwann nach einer Weile tiefer in den Wald gehen muss, um Stöcker zu sammeln. Ah, wir haben auch schon wieder Hunger. Ich nicht, warum will man so viel fressen? Ich glaube, wir haben auch nichts mehr an Fleisch auf Tasche. Jetzt machen wir das hier. Haben wir noch was? Ne, Fleisch haben wir nicht mehr. Müssen wir erstmal so machen. Und ich glaube, bei dem hier war es egal, wie rum. Dann machen wir den hier. Und wieder runter. Hier. Einmal Stöcker. So. Wie viel brauchen die nochmal? 37. Ach du Scheiße.
Und das. Ah, wir haben hier noch. Gut. Hatte kurz Sorgen gehabt, dass die da hinten auch noch leer waren. Oh ne, wir haben da hinten noch 7 gehabt. So. Und so. Und den haben wir auch gleich fertig. Boah, wir haben es hier gleich fertig. Komm und dann selber nicht drauf. Mir schon wieder passiert. Ich komme aber gerade selber nicht drauf klar, dass wir hier schon bald fertig haben. Hier fehlt auch nur noch eine Wand. Eine Außenwand, meine ich. Und noch 5, 10, 15, 20, 23 Holzbalken für hier oben. In einem Rutsch fertig. Holzbalken und dann fangen wir da hinten an mit dem Turm. Und dann machen wir das da. Boah, ich freue mich schon drauf. Freue mich schon richtig drauf. Aber ich sage euch schon mal so, ich mache jetzt ein kleines Aufnahmepäuschen und nehme dann später nochmal weiter auf. Ich sage euch auch vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, und dann sehen wir uns nach der Aufnahmepause wieder. Vielen Dank und ciao.